Herzlich willkommen zur Verleihung des Lew Kopelew-Preises 2017. Meine Damen und Herren, sein Lebenswerk, sein Lebensweg, seine Erfahrung in der DDR und als Leiter der sogar zuletzt nach ihm benannten Behörde haben in ihm ein Wertesystem wachsen lassen, das er ganz selbstverständlich lebt. Mit einem feinen Sinn für Gerechtigkeit und einer untrüglichen Sicherheit des Urteils, die ohne jeglichen Dünkel, ohne hochtrabende Feierlichkeit auskommt. 5 Jahre lang war er unser Bundespräsident. Es ist mir und ich denke uns allen eine große Ehre, dass er heute hier ist, um die Festrede zu unserer Preisvergabe zu halten. Sehr verehrter, und ich darf es einmal zumindest heute in meiner Begrüßungsrede sagen, noch einmal sagen, sehr geehrter Herr Bundespräsident Joachim Gauck, seien Sie uns herzlich willkommen hier bei uns. Sie haben Grundsätze, lieber Herr Gauck, und dies ganz unabhängig von Funktion und Amt. So wurden und werden Sie nicht müde, für die Einhaltung der menschlichen Würde und eine Gesellschaft der Freiheit zu werben. Dieses Werben bedeutet, immer auch Brücken zu bauen zwischen Menschen und Völkern, vorurteilsfrei und aufklärerisch. Ganz so wie Lew Kopelew, der große russische Humanist, seine Friedensarbeit verstand. Sein Ansinnen und sein Vermächtnis zu wahren, ist das Ziel der Arbeit des Lew Kopelew Forums. Dies ist die Idee zur Verleihung des Preises für Frieden und Menschenrechte, der heute zum 13. Mal hier vergeben wird. Die bisherigen Preisträger haben sich alle auf sehr unterschiedliche Weise für Humanität und ein friedliches Miteinander eingesetzt. Eines verbindet sie alle: ihr oftmals unerschütterlicher Wagemut. Das Lew Kopelew Forum zeichnet heute 2 Persönlichkeiten aus, die ganz im Sinne Kopelews für die Werte einer unabhängigen Wissenschaft, für kritischen Journalismus und Pressefreiheit einstehen. In einer Zeit, in der Autokraten und Populisten die Werte einer freien und offenen Gesellschaft bedrohen, erfordert dies Mut und eine beeindruckende Furchtlosigkeit vor den immer wieder aufs Neue zu befürchtenden staatlichen Repressionen. Begrüßen Sie deshalb mit mir sehr herzlich den russischen Soziologen Lew Gutkov sowie den türkischen Journalisten Can Dündar hier herzlich. Und nun, lieber Herr Roth, Ihre Premiere, ich überlasse Ihnen das Wort und freue mich auf die Preisbegründung. Chronit Vetschner, aufbewahren für alle Zeit. So hat Lew Kopelew damals einen Band seiner Autobiografie überschrieben. Und dieser Titel, manche wissen das, Bundespräsident Gauck weiß das auch, dieser Titel war gleichbedeutend mit dem Befehl der sowjetischen Militärgerichtsbarkeit. Das wurde auf all die Aktendeckel gestempelt, auch auf seinen, wenn darin Staatsverbrechen enthalten waren. Kopelews Staatsverbrechen bestand aber schlicht und einfach in der, und so hieß es dann auch in der Anklage, Propagierung des bürgerlichen Humanismus. Und deshalb musste er jahrelang diesen furchtbaren und schrecklichen Gang durch den Gulag, also durch die sowjetischen Straflager, antreten. Er hat darüber, wie viele von Ihnen wissen, auch viel geschrieben. Es hat ihn nicht gebrochen. Im Gegenteil, er hat diesen Weg des bürgerlichen Humanismus weiterverfolgt, auch als er anfangs der 80er Jahre zwangsausgebürgert wurde und bei uns in Köln ankam und bei uns dann im Exil leben musste, freundlich aufgenommen von, ich sag's mal so, dem kölschen Jungen Heinrich Böll, der in diesen Tagen übrigens 100 Jahre alt geworden wäre. Und er hat ihn aufgenommen, unterstützt und ihm die erste Brücke mitgebaut, dass er bei uns leben konnte. Humanismus und der Kampf um die Menschenrechte,
dieses Vermächtnis von Lew Kopelew hat er uns natürlich als Aufforderung, aber eben auch als Orientierung hinterlassen. Und es gilt natürlich noch immer. Ich habe den Eindruck, Herr Würst, Sie haben es schon angedeutet, dieses Vermächtnis ist aktueller denn je. Und zwar in einer Zeit, in der uns Rechtspopulisten und Geschichtsverdreher weismachen wollen, dass die Zukunft Europas ausgerechnet in den Schrecken seiner nationalistischen Vergangenheit liegen soll. Kopelew wäre auch heute mit Vehemenz und die, die ihn gekannt haben, wissen das, mit großer Leidenschaft genau dagegen aufgestanden. Das hat er zu seinen Lebzeiten schon getan und genug dafür bewiesen. An anderer Stelle hat er geschrieben, für Toleranz und Friedensliebe ist die Freiheit, Zitat des Wortes, unerlässlich. Er sagt, Kopelew, jeder muss ungehindert seine Gedanken, seine Überlegungen, Urteile, Zweifel aussprechen können. Er muss über Ereignisse, wo auch immer sie stattgefunden haben, frei sprechen und frei schreiben dürfen. Zitat Ende. Es sind genau diese Gedanken und es ist dieses Vermächtnis, das uns im Forum eben geleitet hat bei der Auswahl der diesjährigen Preisträger. Die Freiheit des Wortes und die Freiheit zu sagen, was ist. Genau das ist es, was Autokraten zu verhindern versuchen, um ihre Macht abzusichern, nachdem sie die Demokratie unterhöhlt oder vielleicht auch schon abgeschafft haben. Umso mehr haben, finde ich, wir im Sinne Lew Kopelews genau dafür einzustehen. Und umso mehr stehen wir deshalb an der Seite von mutigen Persönlichkeiten wie dem türkischen Journalisten Can Dündar oder dem russischen Wissenschaftler und Soziologen Lew Gutkow. Aus diesem Grund stehen wir an ihrer Seite, wenn sie um diese Werte ringen, wenn sie abgedrängt, wenn sie diskriminiert oder gerade auch ins Exil gezwungen werden. Ich glaube, wir müssen das eine wirklich verstehen. Ihre Freiheit ist unsere Freiheit. Ob in Köln, in Istanbul oder in Moskau. Es ist dieselbe Freiheit. Diese Gedanken haben uns geleitet. Can Dündar war lange in der Türkei ein profilierter Journalist, Schriftsteller und Fernsehautor, hat Dokumentarfilme produziert. Und er hat schließlich als Chefredakteur der ältesten Tageszeitung der Türkei, Cumhuriyet, unter anderem einen Bericht verantwortet, der schildert, dass der türkische Geheimdienst Waffen an islamistische Milizen in Syrien geliefert hat, die er aber eigentlich offiziell bekämpft. Dündar schreibt darüber, ich zitiere ihn, unser Bericht war stark, mein Gewissen rein. Es gab ein öffentliches Interesse an diesen Informationen und dafür traten wir ein. Was kann denn schlimmstenfalls passieren, fragte ich, Can Dündar. Sie führen, war die Antwort, nachts eine Razzia in der Druckerei durch, beschlagnahmen die Zeitung, nehmen dich fest und erlassen einen Haftbefehl, sagten die Anwälte. Gut, sagte ich, dann drucken wir. Can Dündar. Dündar kam in Haft, vor einem erneuten Prozess freigelassen und mit langjähriger erneuter Haft bedroht, lebt er heute bei uns im deutschen Exil. Seiner Frau ist die Ausreise zu uns untersagt. Aber Dündar erhebt auch bei uns die Stimme für all jene Journalisten, Schriftsteller und Intellektuelle, die nach wie vor ohne Prozess in türkischen Gefängnissen sitzen, darunter übrigens auch unser deutscher Kollege Deniz Yücel. Dündars einziges Verbrechen besteht und bestand darin, zu sagen, was ist. Dafür erhält er den diesjährigen Lew Kopelew-Preis für Frieden und Menschenrechte. Glückwunsch. Unseren zweiten Preisträger, den renommierten russischen Soziologen und Wissenschaftler Lew Gutkow, habe ich schon während meiner insgesamt knapp 10 Jahre Zeit als Korrespondent in Moskau
zur Kenntnis genommen. Er leitete dort und leitet trotz aller Widrigkeiten nach wie vor das nach seinem verstorbenen Vorgänger, dem russischen Sozialwissenschaftler Juri Levada, benannte Zentrum. Es ist das letzte unabhängige Meinungsforschungsinstitut in Russland. Das letzte. Nicht nur mir in der Zeit, in der ich da Korrespondent war, sondern auch anderen Beobachtern und Spezialisten, Fachleuten, internationalen Wissenschaftlern fiel das Levada-Zentrum und natürlich auch die Persönlichkeit Lew Gutkow durch die besondere wissenschaftliche Sorgfalt auf, mit der Daten über die russische Gesellschaft erhoben und Tendenzen dieser Gesellschaft dann auch dargestellt wurden und weder kritische Fragen noch kritische Daten noch kritische Interpretationen wurden schon in dieser Zeit von Lew Gutkow ausgespart. Und auch deshalb arbeitet er eben mit ausländischen Partnern zusammen, die eben diese kritische Expertise suchten. Und genau deshalb setzt der russische Staat dieses Institut inzwischen noch mehr unter Druck und zwingt Gutkow und sein Institut per Gesetz, sich als ausländischen Agenten zu bezeichnen. Der Sinn genau dieser Operation, die neben anderen zum Beispiel auch die russische Menschenrechtsorganisation Memorial betrifft, dieser Sinn ist völlig klar. Es geht nicht nur um die persönliche Diffamierung und Diskriminierung des Wissenschaftlers Lew Gutkow und seines Instituts. Es geht auch darum, in der Gesellschaft Angst zu verbreiten, mit dem Levada-Zentrum und seinem Leiter zusammenzuarbeiten. Es ist in Wahrheit eine erniedrigende Brandmarkung. Gutkow und das Institut sollen mit obskuren Spionen und Verrätern gleichgesetzt und damit natürlich isoliert und ins gesellschaftliche Abseits gedrängt werden. Und bei der Bevölkerung soll ihnen, genau ihnen gegenüber, Vorurteile ausgelöst werden. Spione, das hat in Russland sofort in sowjetischer Tradition, aber eben auch diese vaterlandsverräterische Konnotation und soll den Ruf von Lew Gutkow zerstören. Aber Lew Gutkows Stimme und seinem Geist als unabhängigen, seriösen Wissenschaftler und kritischen Interpreten der russischen Gesellschaft konnten diese Maßnahmen dennoch nichts anhaben. Er kämpft weiter auch öffentlich, übrigens auch vor Gericht, dort gegen diese Diskriminierungen im Namen einer freien und unabhängigen Wissenschaft, die sich eben nicht in den Dienst von Machthabern stellen lässt. Und dafür erhält er den diesjährigen Lew Kopelew-Preis für Frieden und Menschenrechte. Pozdravlaju. Ja, und ich bin ganz sicher, lieber Lew, ich habe das vorhin schon gesagt, ich bin sicher, du bist heute hier bei uns und bist natürlich auch an der Seite von Lew Gutkow. Und Lew, so hat er es mal gesagt und niedergeschrieben, ich habe es vorhin in Teilen zitiert, jeder muss ungehindert seine Gedanken und Überlegungen und Zweifel aussprechen und schreiben können. Genau das tun unsere beiden Preisträger und dafür ehren wir sie heute sehr. Vielen herzlichen Dank. Noch schöner als dieses Treffen heute, über das wir alle froh, glücklich und dankbar sind, noch schöner wäre es, wir würden uns hier nicht mit den Preisträgern treffen. Sie würden einfach zu Hause sein, ihre Arbeit machen und niemand würde sie stören und alle würden sie schätzen für das, was sie tun. Aber wir sind nicht von gestern, wir sind von heute, ein bisschen auch von morgen, aber wir sind von heute und darum wissen wir um die Wichtigkeit solcher Veranstaltungen. Wenn dort, wo die Geehrten leben, die Räume sich immer mehr verengen und die Arbeitsmöglichkeiten gegen Null gehen und sogar Gefahr droht bis hin zur Inhaftierung, dann sollen die Geehrten wissen, dies hier ist ein Land der Freiheit,
Das ist es nicht immer gewesen. Aber weil es es nicht immer war, ist es heute besonders intensiv. Und es macht uns froh und glücklich, zumal uns Ältere, dass heute in diesem Lande Menschen herziehen, leben wollen und siedeln wollen, weil sie hier, dort, wo sie früher von unseren Vorfahren vertrieben oder vernichtet werden sollten, weil sie hier leben wollen. Und deshalb ist hier ein Raum der Freiheit und der Achtung vor ihren Arbeiten. Und das wird so bleiben. Dafür versammeln sich hier Politiker und Zivilgesellschaft, um das sich selber und anderen zu beschwören. Wir sind da für die Menschenwürde, für die Menschenrechte und für die Freiheit. Und das werden wir bleiben. Und weil das so ist, ehren wir natürlich gerne und nachdrücklich. Wir ehren mit Lev Gutkov und dem türkischen Journalisten Can Dündar zwei Persönlichkeiten, für die die Freiheit des Wortes und die Freiheit der Forschung wichtig sind. Sie haben sich dem Druck ihrer autoritären Herrschaft nicht gebeugt, sich weder Denk- noch Sprechverbote erteilen lassen. Wir ehren zwei Menschen, denen Wahrhaftigkeit mehr bedeutet als Karriere und das Wohlwollen ihrer Machthaber. Und wir danken diesen beiden Menschen, weil sie uns in der Zuversicht bestärken, dass sich Wahrheit und Freiheit niemals gänzlich unterdrücken lassen. Sehr verehrte Damen und Herren, als ich im April 2014 die Türkei besuchte und in Istanbul Vertreter der Zivilgesellschaft zum Gespräch einlud, befand sich unter ihnen auch Osman Kavala, Unternehmer und Vorsitzender der vor ihm gegründeten Kultur- und Menschenrechtsorganisation Anadolu Kultur. Ein rastloser, politisch zurückhaltend, aber unermüdlich im Einsatz zur Förderung der Kultur, auch in den vernachlässigten Kurdengebieten und sehr engagiert im Kulturaustausch zwischen der Türkei und Ländern der Europäischen Union. Vor knapp 6 Wochen wurde Kavala verhaftet. Seit Anfang November 2017 sitzt er in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Versuch zum Sturz der Regierung und zur Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung. Ich bekenne, ich war erschrocken, obwohl ich doch auch nicht wirklich überrascht war. Ich denke, es wird Ihnen gefallen, Herr Dündar, dass ich neben Ihnen beiden, die heute geehrt wurden, auch an ihn erinnere. Seit dem Putschversuch im Juli 2016 überzieht nun eine Welle der Repression die Türkei. Wir lesen, Zehntausende Menschen wurden verhaftet, mehr als 120.000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes wurden entlassen. Ein Viertel aller Richter und Staatsanwälte wurde suspendiert. Über 150 Journalisten sitzen im Gefängnis. 150 Zeitungen, Fernsehsender und Radiostationen wurden geschlossen. Die Gefängnisse sind überfüllt. Amnesty International berichtet über Folter und Misshandlungen. Die Türkei ist leider auf dem Weg zur Alleinherrschaft eines Mannes. Jeder, der sich dem offiziell verordneten Kurs widersetzt, riskiert Entlassung oder sogar Gefängnis. Auch Sie, lieber Can Dündar, standen vor der dramatischen Wahl zwischen Schweigen um den Preis des Verlustes der Selbstachtung und Reden um den Preis des Verlustes der Freiheit. Sie waren Chefredakteur der Tageszeitung Cumhuriyet, als Ihnen das Video zugespielt wurde, von dem wir eben von Thomas Roth schon gehört haben. Ist das zugespielte Dokument echt? Ich muss mich auch an diese Situation erinnern, Herr Roth, die Sie gerade beschrieben haben. Haben Sie damals sich und Ihre Redaktionskollegen gefragt, ist seine Veröffentlichung im Interesse der Öffentlichkeit? Und weil Sie auf beide Fragen nur mit Ja antworten konnten, stand Ihre Entscheidung fest. So haben Sie die Informationen veröffentlicht, weil Sie sonst, wie Sie selbst erklärten, Verrat an Ihrem Beruf begangen hätten. Sie haben die Wahrheit gesagt, obwohl Sie wussten, dass Sie damit die Freiheit riskierten. Tatsächlich wurden dann Sie und Erdem Gül, der Leiter des Hauptstadtbüros Ihrer Zeitung, festgenommen, der Spionage und des Geheimnisverrates bezichtigt, für 3 Monate in Untersuchungshaft gesteckt und am 6. Mai 2016 dann verurteilt zu 5
beziehungsweise zu knapp 6 Jahren Haft. Sie und Erdem Gül sind augenblicklich zwar frei, aber das Berufungsverfahren läuft. Ähnlich wie die Türkei ist auch Russland auf dem Weg zur Alleinherrschaft eines Mannes. Hatte Putin noch vor seiner Wiederwahl im Frühjahr 2012 erklärt, ich zitiere, Neigung zu übertriebener Repression deformiere die russische Gesellschaft, begann er nach dem erneuten Amtsantritt diese Repression seinerseits zu verschärfen, offensichtlich aus Angst vor dem Freiheitsbazillus etwa des Euromaidan im Nachbarstaat Ukraine. Das könnte ja auch auf Russland übergreifen. Deshalb ist es eine alte Tendenz des geheimdienstlichen sowjetischen Denkens, alles, was von innen als Bewegung hin zur Demokratie und zur Freiheit geschieht, außenpolitischen Feinden zuzuschreiben. Dann wurden Demonstrationen gewaltsam niedergeschlagen. Die 3 Frauen der Gruppe Pussy Riot erhielten für ihr Punkgebet eine 2-jährige Gefängnisstrafe. Oppositionspolitiker Nawalny steht immer wieder vor Gericht. Kirill Serebrennikov, einer der bekanntesten russischen Regisseure, wurde unter Hausarrest gestellt. Und auf einen unabhängigen Journalisten in Kaliningrad wurden unlängst 2 Mordanschläge verübt. Von schweren Menschenrechtsverletzungen hören wir außerdem aus Tschetschenien und von der annektierten Krim. In Tschetschenien sollen im Frühjahr dieses Mannes über 100 Männer verschleppt und inhaftiert worden sein, weil sie homosexuell sind oder für homosexuell gehalten wurden. Von der Krim meldet das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Menschenrechte willkürliche Festnahmen, Misshandlungen, Isolationshaft, Prügel, Elektroschocks und von der Abschaffung der politischen Selbstverwaltung der Krim-Tataren. Sie, lieber Lev Gutkov, sind als Direktor des Levada-Zentrums ebenfalls von zunehmenden Repressionen betroffen. Levada, das einzige unabhängige Meinungsforschungsinstitut in Russland, zählt zu den etwa 150 Nichtregierungsorganisationen, die sich selbst als ausländische Agenten bezichtigen sollen. Danke Ihnen, Herr Roth, dass Sie so ausführlich darauf eingegangen sind und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, für die Betroffenen dargestellt haben. Das ist natürlich ein folgenschwerer Beschluss für das Zentrum, das Sie, lieber Lev Gutkov, seit 11 Jahren leiten. Die Arbeit mit ausländischen Partnern musste eingeschränkt oder eingestellt werden. Universitäten oder Firmen wollen sich nicht mehr zur Zusammenarbeit bekennen und lokale Verwaltungen verweigern Informationen aus Angst vor dem Geheimdienst. Wir werden wie Aussätzige im eigenen Land behandelt. So haben Sie es konstatiert. Und Sie machen bis jetzt dennoch unbeirrt weiter. Levada hält der eigenen Gesellschaft weiter einen Spiegel vor. Und Levada erschließt Außenstehenden weiter ein tieferes Verständnis des heutigen Russlands. Denn neben Informationen liefern Sie, lieber Lev Gutkov, auch Interpretationen. Selten habe ich intellektuell so differenzierte Kommentare zu aktuellen Entwicklungen und so grundlegende Analysen über den Typus des Homo Sovieticus, des Sowjetmenschen, gelesen wie aus Ihrer Feder. Selten hat mir jemand so nachvollziehbar erklärt, wie im Alltagsverhalten der Menschen von heute die tiefen Schichten russischer und sowjetischer Mentalität längst aus vergangener Zeit nachhalten. Meine Damen und Herren, ich hatte Gelegenheit im Vorgespräch eben, mich mit Lev Gutkov über eine besondere Schwierigkeit dieser Situation zu unterhalten. Und sie besteht darin, dass diejenigen, die mit dieser Hellsichtigkeit und Liebe zur Wahrheit die öffentlichen Schweigeverabredungen brechen, dass sie nicht nur auf das Missfallen oder die Gegenwehr der Regierenden treffen, sondern oft auf tiefes Unverständnis, ja Abneigung einer erweiterten Gesellschaft. Die, deren Interessen von diesen Intellektuellen vertreten werden, müssen auf die Solidarität sehr, sehr vieler, ja fast der meisten ihrer Zeitgenossen verzichten. Weil man möchte nicht aufgeschreckt werden aus einer Ruhe des Vergessens und Verdrängens. Und die Arbeit, die Sie und die Intellektuellen, die Menschenrechtsthemen wirklich den Raum einräumen, den sie verdienen, zu leisten haben, ist eben eine doppelte. Sich gegen ein Regime zu wehren, das Gründe hat, die Wahrheit und die Debatten um Wahrheit zu scheuen.
Und zweitens müssen Sie sich gegen ein eingeübtes Verhalten, gegen ein nationales Selbstbild, aber wir könnten es noch zugespitzter sagen, gegen eine Mentalität wehren, die geprägt ist von einem generationenlangen Angstanpassungssyndrom. In Diktaturen und nichts anderes kennt die durchherrschte Gesellschaft in Russland und den umliegenden Zonen. In durchherrschten Gesellschaften gilt die Tugend der Eigenverantwortung wenig, weil sie Karrieren zerstört. Dagegen gilt viel die Fähigkeit der Anpassung, sich rechtzeitig zu fürchten und ja nicht aufzufallen. Und wenn man das über Generationen eingeübt hat, ist dies ein Normalverhalten des Lebens in solchen durchherrschten Gesellschaften. Und es prägt sich tief in die Seelen der Betroffenen ein. Sie haben eine Ahnung davon, was Freiheit ist, aber sie sind noch nicht fähig, die Freiheit als Eigenverantwortung zu leben. Und das ist eine weitere Gegner, das steht alles nicht drin in dem Text, Herr Gutkopf, das kriegen Sie später nachgereicht. Und dies ist eine weitere Schwierigkeit, die sich viele von uns, die dieses Verhalten als Normalverhalten niemals kennengelernt haben, gar nicht kennen. Und indem ich das nochmal zusätzlich hier benenne, will ich Ihnen noch einmal den Respekt vor all denen, die in solchen Organisationen wie Memorial oder in diesem Institut Levada arbeiten, nochmal erhöhen. Das ist eine Sisyphus-Arbeit, die diese Menschen leisten. Und es ist für uns in der freien Gesellschaft sehr wichtig, dass wir begreifen, alle Entwicklungen hin zu humanitärer Politik, zu einer aufklärerischen Politik, zu einer freien Gesellschaftsordnung, zum Rechtsstaat. Alle diese Entwicklungen sind, bevor sie Staatspolitik wurden, erfunden und erdacht und gelebt worden von Einzelnen, von Individuen und kleinen Minderheiten, die nicht geruht haben, bis diese Erkenntnisse gesellschaftsverändernd gewirkt haben. Das ist einer der Gründe, warum wir Menschen wie Sie und Gruppen wie Sie von Herzen unterstützen. Sie sind hier zu Hause in unseren Herzen, aber wir wünschen, dass das, was Sie tun, bei Ihnen ein Heimatrecht erhält. Das ist unser Wunsch. So, jetzt können Sie wieder in den Text reingucken. Meine Damen und Herren, ich gestehe, dass ich 1989/90 zu den Optimisten zählte, die glaubten, wir stünden vor einer beglückenden demokratischen Zukunft. Trifft ja auch für viele Bereiche zu. Wiewohl die überwältigende Mehrheit der Bürger in Europa, befand ich mich in einer euphorischen Stimmung. Ich sah Ost und West friedlich vereint in der Entwicklung und Stabilisierung von Frieden und Demokratie, von Menschenrechten und Wohlstand. Ich gestehe, dass ich auch im Fall der Türkei zu den Optimisten zählte, besser gesagt zählen wollte. Denn nach den dunklen 90er Jahren, in denen Krieg und Terror herrschten und Zehntausende umgekommen sind, schien mir der frühe Erdogan auf einem Weg der Demokratisierung und auch natürlich der wirtschaftlichen Reformen zu sein. Dabei hat er schon damals erklärt, dass die Demokratie für ihn nicht Zweck, sondern Mittel sei. Jedenfalls ist mir noch um die Jahrtausendwende nicht in den Sinn gekommen, in Europas unmittelbaren Nachbarstaaten könnte sich schon nach wenigen Jahren wieder die Meinungsfreiheit unterdrückt werden, eine fortschreitende Zentralisierung der Macht in Gang gesetzt werden. Aber unter den aktuellen Feinden der Pressefreiheit listet die Organisation Reporter ohne Grenzen gleich drei Länder an Europas Grenzen auf: Russland, Weißrussland und die Türkei. Es ist, als hätte die Geschichte erschreckt vom eigenen Drang nach vorn so etwas wie eine Rolle rückwärts gemacht: die Rückkehr zum Autoritarismus. Trotz aller historischen Unterschiede sind in Russland und der Türkei weitgehend identische Prozesse zu beobachten. Hier wie dort haben autoritäre Herrscher die Kontrolle über die Justiz übernommen. Hier wie dort steuern sie nach vielfach durchgedrücktem Eigentümerwechsel dann auch die Medien. Wer nicht eine der wenigen unabhängigen Zeitungen liest oder über Internet verfügt, was allerdings auch manchmal schon zensiert wird oder oftmals, der lebt in einer manipulierten, verzerrten, einer beschnittenen Welt.
Hier wie dort wird die Wirtschaft zu politischem Wohlverhalten verpflichtet oder ihre Vertreter sind sogar eng mit dem Staat verbunden. In beiden Ländern herrscht ein Führerkult und beiden Herrschern ist es gelungen, eine Ideologie aus Nationalismus und Staatsreligion zu formen, bei den einen mit dem orthodoxen Christentum, bei den anderen mit dem Islam. Beide Herrscher konnten zudem tiefsitzende Gefühle einstiger imperialer Größe mobilisieren, wobei sie selbst in die Rolle des Zaren bzw. des Sultans schlüpfen und den Bürgern die Rolle des Untertanen zuweisen. Das würden die natürlich so nicht aussprechen, aber subkutan dürfen sie sich diese Prozesse als ziemlich machtvolle, als virulente Gestaltungsvarianten vorstellen. Für Putin und Erdogan sind oppositionelle und freie Geister Agenten des westlichen Auslands, heimatlose Kosmopoliten, Staatsfeinde im Innern, eine fünfte Kolonne. Die Feindbilder vom angeblich aggressiven und dekadenten Westen vor Augen soll sich die Gesellschaft wie in einer Festung hinter ihren Führern scharen, anti-westlich, anti-europäisch, anti-amerikanisch, anti-liberal, ja, antidemokratisch. In dieser Atmosphäre der Hetze und des Hasses bedarf es oftmals nicht einmal offizieller Anordnungen, damit sich tatsächlicher oder inszenierter Zorn des Volkes gegenüber Oppositionellen oder Unangepassten entlädt. Ich hatte Ihnen vorhin schon einiges über die psychischen Hintergründe dazu erzählt. Sie, lieber Can Dündar, haben es persönlich erfahren. Du bist ein Vaterlandsverräter, hat der Mann geschrien, der auf sie schoss, als sie während ihres Prozesses zeitweilig das Gerichtsgebäude verließen. Ähnlich ermächtigten sich Unbekannte in St. Petersburg und warfen Molotow-Cocktails auf das Studio des Regisseurs von Matilda, dem russischen Film, der die Wut von ultraorthodoxen Gläubigen wie von Nationalisten auf sich zog, weil dort nämlich die Liebesgeschichte des heilig gesprochenen Zaren Nikolaus II. Mit der polnischen Ballerina Matilda gezeigt wird. Und das Bestürzende und Beunruhigende, in der Regel bleibt dann die Suche nach den Tätern ohne Ergebnis. Wir erinnern uns an die anderen getöteten Journalisten aus der ehemaligen Sowjetunion. Denn die Regierungen, sie wollen gar nicht unbedingt Recht exekutieren. Ihnen kommt die Gewalt, die vom Volkszorn ausgeht, zum Zwecke der Einschüchterung gerade recht. Umso wichtiger, meine Damen und Herren, ist Solidarität. Denn Menschenrechte sind universell. Wir wissen es, wir sagen es immer wieder, aber wir dürfen es auch nicht vergessen. Und zwar ist das so nicht, weil der Westen einen globalen Geltungsanspruch erheben würde, sondern weil Menschen auf der ganzen Welt menschengleich auf Unrechtserfahrungen und Entwürdigung reagieren. Das ist der Grund für ihre Universalität. Insofern bedeutet Menschenrechtspolitik tatsächlich auch Einmischung. Sie verpflichtet uns nämlich, immer dann zu intervenieren, wenn die Würde eines Menschen verletzt ist, unabhängig davon, in welchem Staat dies geschieht. Can Dündar hat ein wunderbares Bild gefunden. Von der großen Familie der Menschenrechtsverfechter hat er gesprochen. Und so möchte ich heute stellvertretend für hunderte andere erinnern an den türkischen Journalisten Ahmet Şık, der in Haft sitzt und im Juli vor Gericht ausführte, Journalismus ist kein Verbrechen. Ein merkwürdiges Land, in dem man das als eine neue Wahrheit verkündigen muss. Ich möchte auch erinnern an den Blogger Raif Badawi, der in Saudi-Arabien zu 1000 Peitschenhieben verurteilt wurde, weil er das Recht eines jeden verteidigte, seinen Glauben frei zu wählen. Erinnern möchte ich auch an den leider viel zu früh in diesem Jahr verstorbenen Liu Xiaobo, der als Mitunterzeichner der Charta 08 Freiheit, Gleichheit und Menschenrechte für das chinesische Volk forderte.
Und nicht zuletzt erinnere ich an Khadija Ismailova, die mutige Journalistin in Aserbaidschan, die über Korruption auf höchster Regierungsebene recherchiert und in diesem Jahr den alternativen Nobelpreis erhielt. Ich weiß, meine Damen und Herren, Menschenrechtspolitik gerät schnell in den Verdacht realitätsferner Moral. Doch Politik braucht Rückbindung an Ethik als Richtschnur. Es gilt immer, eine Balance zu finden zwischen der Treue gegenüber unseren grundlegenden ethischen Selbstverpflichtungen und effektiven Lösungen, die ja dann in der Regel auf Kompromissen aufbauen müssen. Das ist klar. Aber diese Kompromisse dürfen doch nicht zynisch sein. Diplomatie, die sich anbiedert und dabei den eigenen Kern verrät, sie verliert eben ihre Glaubwürdigkeit. Sie, lieber Lew Gutkow, haben deswegen immer wieder gefordert, die Dinge auch in den deutsch-russischen Beziehungen beim Namen zu nennen und moralische Klarheit zu schaffen. Kurzfristig, so sagten sie, möge ein zynischer Pragmatismus Vorteile bringen. Aber ich zitiere sie, langfristig schadet das beiden Seiten. Wie wichtig die Verteidigung von Menschenrechten, von Freiheit und Wahrheit ist, habe ich selber in den Jahren des Eisernen Vorhanges erlebt. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie es uns in der DDR aufgebaut hat, wenn die sogenannten Westmedien das Unrecht des Regimes entlarvten und über oppositionelle oder unabhängige Kircheninitiativen berichtet haben. Ich erinnere mich auch gut daran, wie nicht allein Regierungs-, sondern auch gesellschaftliches Handeln Einfluss auf die Ost-West-Beziehung genommen hat. Das, was wir als Zivilgesellschaft tun, ist nicht nur privat, es ist eminent politisch. Ich nenne mal ein Beispiel. Das war großartig, jene spontane, überraschende Hilfsaktion von geradezu gigantischem Ausmaß, die in Westdeutschland nach der Verhängung des Kriegsrechts in Polen Ende 81 einsetzte. Auch wir in der DDR-Opposition versuchten uns anzuschließen, aber da sind hier aus der Zivilgesellschaft ganz machtvolle Hilfeleistungen und viele, viele Brücken errichtet worden. Das war großartig. Auch Lew Kopelev hat sich damals intensiv für die verbotene Solidarność eingesetzt und dafür posthum vom polnischen Staatspräsidenten Bronislaw Komorowski die Dankbarkeitsmedaille erhalten. Wir sollten uns von seinem Einsatz inspirieren lassen. Denn noch immer sitzen neun deutsche Staatsbürger in türkischen Gefängnissen. Und es wäre ganz fatal, wenn wir Deniz Yücel, Michal Tolu und die anderen Inhaftierten als Geisel für politische Deals, die dort als Geisel für politische Deals missbraucht werden, wenn wir die aus den Augen verlieren und vergessen würden. Das geht nicht. Meine Damen und Herren, wir fordern von hier aus Ihre sofortige und bedingungslose Freilassung. Andererseits wollen wir in unserem Rechtsstaat all jenen türkischen Staatsbürgern Zuflucht bieten, die Schutz vor Erdogans Willkürherrschaft suchen. Wir liefern sie nicht aus. Deutschland und andere europäische Länder tragen gegenüber diesen Menschen sogar eine besondere Schutzverantwortung. Denn selbst im Exil sind sie noch bedroht. So bin ich bestürzt darüber, dass Menschen wie Can Dündar in der deutschen Öffentlichkeit sich nur mit Personenschutz bewegen können. Das gilt auch für Doğan Akanli, der hier in Köln lebt. Das kann ja wohl nicht so weitergehen. Sehr geehrte Damen und Herren, seit gut einem Vierteljahrhundert lebt Europa in Frieden und Demokratie. Die Angehörigen der jungen Generation haben niemals erfahren, wie es ist, wenn man Selbstzensur übt, um seinen Studienplatz nicht zu verlieren, um nicht vor Gericht gestellt zu werden oder gar ins Exil getrieben zu werden. Die jungen Menschen von heute, sie standen niemals vor der Frage, wie weit sie bereit sind, sich des beruflichen Aufstiegs wegen korrumpieren oder zum Schweigen bringen zu lassen. Oder ob sie ihren Beruf, ihren Lebensunterhalt, ihre Freiheit, ihre Heimat, unter Umständen sogar ihr Leben
für ein offenes Wort, für ein widerständiges Handeln riskieren würden. Wir sind in Deutschland eine unheroische Gesellschaft geworden. Die Bürger brauchen keinen Mut, um Meinungen von Regierungspolitikern oder Vertretern des Mainstreams im öffentlichen Raum zu widersprechen. Und sie riskieren nur selten etwas, wenn sie anders als die meisten denken oder anders als die meisten leben. Die Bürger in einer Demokratie haben es glücklicherweise nicht nötig, heroisch zu sein, sich für eine Sache zu opfern. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es Länder in unserer nächsten Nachbarschaft gibt, die Helden brauchen. Und wir sollten nicht vergessen, dass auch ein demokratisches Land niemals gänzlich gesichert ist vor einer Situation, in der es Helden wieder nötig haben könnte. Sie verdienen unsere uneingeschränkte Bewunderung und Unterstützung. Menschen wie Lev Gutkov und Can Dündar, die sich nicht den Mund verbieten und nicht bestechen lassen. Die, wie die Mitarbeiter des Meinungsforschungsinstitutes Levada, trotz permanenter argwöhnischer Beobachtung unbeirrt ihrem Auftrag nachgehen. Oder die, wie die Redakteure der Tageszeitung Cumhuriyet, trotz Durchsuchungen, Verhaftungen und Prozessen weiter ihre unabhängige Stimme erheben. Lieber Lev Gutkov, lieber Can Dündar, ich freue mich aufrichtig, dass Ihnen in diesem Jahr der Lev Korpilev-Preis überreicht wird. Danke. Ich darf Ihnen allen die Urkunde verlesen, die an die beiden Preisträger geht. In einer Zeit, in der Autokraten, Populisten die Werte einer freien und offenen Gesellschaft bedrohen, erfordert es viel Mut, für die Werte einer unabhängigen Wissenschaft, eines kritischen Journalismus und von Pressefreiheit einzustehen. Das Lev Korpilev-Forum zeichnet heute zwei Persönlichkeiten aus, die sich für diese Werte mit voller Überzeugungskraft eingesetzt und hohe Verdienste erworben haben. Den russischen Soziologen Lev Gutkov und den türkischen Journalisten Can Dündar. Herzlichen Glückwunsch. Многоуважаемый господин федеральный президент, многоуважаемый господин Вюрст, уважаемые члены премии Льва Копелева, уважаемые члены правления Копелев-форум, дамы и господа, я искренне благодарен жюри и правлению форума Льва Копелева за оказанную мне честь быть лауреатом столь высокой премии. Но я рассматриваю эту премию не как свою личную заслугу, а как признание значимости исследования всего нашего коллектива, Левада-центра, и как поддержку нашей работы. Мы нуждаемся в этом и очень ценим проявление подобной солидарности. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Würst, sehr geehrte Jurymitglieder des Lev-Korpilev-Preises, sehr geehrte Mitglieder der Leitung des Lev-Korpilev-Forums, meine Damen und Herren, ich bin der Jury und der Leitung des Lev Korpilev Forums aufrichtig dankbar für die mir erwiesene Ehre, Träger einer so hohen Auszeichnung zu sein. Ich betrachte den Preis nicht als mein persönliches Verdienst, sondern als die Anerkennung der Wichtigkeit der Forschungsarbeit des gesamten Kollektivs des Levada-Zentrums sowie als Unterstützung unserer Arbeit. Wir brauchen sie. Und wir schätzen die Äußerung einer solchen Solidarität sehr. Лев Копелев положил много сил на то, чтобы люди из наших стран могли лучше понимать друг друга, постепенно освобождаясь от давних травм и предрассудков. Без знания друг о друге, без знания особенностей культуры, исторического опыта невозможно ни понимание, ни доверие друг к другу. Девиз «От мнений к пониманию» –
предложенный Юрием Левадой, ставший символом нашего института, как нельзя более точно соответствует таким целям и усилиям. Лев Копилев hat viel Kraft aufgewendet, damit die Menschen unserer Länder einander besser verstehen, indem sie sich langsam von den alten Verletzungen und Vorurteilen befreien. Ohne Kenntnisse übereinander, ohne gegenseitiges Wissen über die Besonderheiten der Kultur und der historischen Erfahrungen sind weder Verständnis noch Vertrauen möglich. Das von Yuri Levada vorgeschlagene und zum Symbol unseres Instituts gewordene Motto »Von den Meinungen zum Verständnis« entspricht höchst genau solchen Zielen und Anstrengungen. На протяжении почти 30 лет мы анализировали процессы, приведшие к краху коммунистической системы и самого СССР, а затем характер реформ, ту волну эйфории и надежд, которые сопровождали первый период демократизации нашей страны, а затем нарастание сопротивления этим процессам и усиление консервативных настроений. Мы описывали причины прихода и признания авторитарного лидера и превращения России в криминальный клептократический режим. Im Verlauf von mehr als 30 Jahren analysierten wir Prozesse, die zum Zusammenbruch des kommunistischen Systems und der UdSSR selbst geführt haben. Später den Charakter der Reformen, die Welle der Euphorie und der Hoffnungen, die die erste Zeit der Demokratisierung unseres Landes begleitet haben, und anschließend den zunehmenden Widerstand gegen diese Prozesse und die Verstärkung der konservativen Stimmungen. Wir haben die Gründe für den Machtantritt und für die Anerkennung des autoritären Führers sowie die Verwandlung Russlands in ein kriminelles, kleptokratisches Regime beschrieben. Мне пока трудно сказать, имеем ли мы дело с рецидивом тоталитаризма или его имитацией, с выстраиванием репрессивного государства, чья легитимность базируется на еще одной утопии. Уже не утопия светлого будущего, а утопия светлого прошлого, тысячелетней великой державы, претендующей на статус особой цивилизации, носители православной духовности, противостоящей Европе, которая как будто утратила свою культуру и христианскую веру. Es fällt mir noch schwer zu sagen, ob wir es mit einem Rückfall in den Totalitarismus oder mit seiner Imitation zu tun haben, mit der Errichtung eines repressiven Staates, dessen Legitimität sich auf eine weitere Utopie gründet, diesmal nicht der lichten Zukunft, sondern der Utopie der lichten Vergangenheit, einer tausendjährigen Großmacht, die den Status einer besonderen Zivilisation, des Trägers der orthodoxen Spiritualität beansprucht, einer Zivilisation, die sich Europa entgegenstellt, dem angeblich seine Kultur und der christliche Glaube abhanden gekommen sind. Поэтому выводы из нашей исследовательской работы, которые предупреждают об опасности, исходящей от путиновского режима, встречают такое ожесточение и агрессию со стороны не только посткрымского большинства, но и части догматических либералов. Себастьян Хафнер в своей книге «Anmerkungen zu Hitler» писал, что своим успехом Гитлер был обязан не столько убедительности своей идеологии, сколько слабости своих оппонентов, отсутствия моральной ясности и нравственного иммунитета противников, вялости, сопротивления ему политиков других стран. Aus diesem Grund stoßen die Schlussfolgerungen unserer Forschungsarbeit, die vor dem vom Putin-Regime ausgehenden Gefahr warnen, auf eine so harte Ablehnung und Aggression nicht nur bei der Post-Krim-Mehrheit, sondern auch bei einem Teil der demokratischen Liberalen. Sebastian Hafner hat in seinem Buch »Anmerkungen zu Hitler« geschrieben, Hitler verdankte seinen Erfolg nicht so der Überzeugungskraft seiner Ideologie, wie vielmehr der Schwäche seiner Opponenten, dem Mangel an moralischer Klarheit, der sittlichen Immunität der Gegner sowie dem schwachen Widerstand, den ihm Politiker anderer Staaten geleistet haben.
Мы должны помнить о сокращающемся пространстве свободы и крайне опасной тенденции к примитивизации публичной жизни, деградации общественного мнения. Эти процессы не только возрождают призраки прошлого в стране, вроде реабилитации Сталина, но и создают угрозы для других стран. Тысячи людей были бы живы, если бы в свое время были бы осознанные угрозы, исходящие от подобных режимов. Это стоит понимать сегодня не всем нам, а не только Путин-Ферштейер. Благодарю вас за внимание. Wir müssen uns den schrumpfenden Raum der Freiheit sowie die äußerst gefährlichen Tendenzen der Primitivisierung des öffentlichen Lebens sowie der Degradierung der öffentlichen Meinung bewusst machen. Diese Prozesse führen nicht nur zur Wiederbelebung der Gespenster der Vergangenheit in Russland, wie die Rehabilitierung von Stalin. Sie schaffen auch Gefahren für andere Staaten. Tausende von Menschen hätten überlebt, hätte man seinerzeit die Gefahren gesehen, die von derartigen Regimen ausgehen. Das müssen wir heute alle und nicht nur die Putin-Versteher begreifen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Sayın Cumhurbaşkanı Kavuk, Sayın Hurst, Sayın Roth, Sayın Lev Kopelev Forumu yöneticileri ve üyeleri, saygıdeğer konuklar. Bugün benim için çok özel bir gün. Sadece bu ödül töreni nedeniyle değil. Bugün bizim 29. evlilik yıl dönümümüz. 2 yıl önce bugün eşimle bir kutlama yemeği için hazırlanmıştık. Üzerimde yine bu ceket vardı. Yemekten önce biz Türkiye'li gazetecilerin çok sık yaptığı gibi adliyeye uğrayıp yaptığım bir haber için ifade vermem gerekiyordu. İfade biraz uzun sürdü ve 6 saat sonunda tutuklanmama karar verildi. O gece şık bir restoranda eşimle yemek yemeyi hayal ederken Türkiye'nin en büyük cezaevinde yalnız başıma uyumak zorunda kaldım. Aynı ceket hapisten sonra sürgünü de gördü ve bugün de ödül töreni için karşınızda. İzninizle buradan 14 aydır görmediğim eşimin evlilik yıl dönümünü kutlamak istiyorum. Sehr geehrter Herr Bundespräsident Gauck, sehr geehrter Herr Würst, sehr geehrter Herr Roth, sehr geehrte Mitglieder der Leitung des Lev Kopelev Forums, sehr geehrte Gäste. Für mich ist heute ein sehr besonderer Tag, nicht nur wegen dieser Preisverleihung. Heute ist unser 29. Hochzeitstag. Vor 2 Jahren hatten meine Frau und ich uns vorbereitet, unser Jubiläum mit einem Essen zu feiern. Ich hatte wieder dieses Jacket an. Vor dem Essen musste ich beim Gericht vorbeigehen und dort, wie wir Journalisten in der Türkei das sehr oft machen müssen, wegen eines Berichts von mir aussagen. Das Ganze dauerte etwas zu lang und nach 6 Stunden fiel die Entscheidung, dass ich verhaftet werde. Anstatt eines Dinners in einem schicken Restaurant mit meiner Ehefrau, musste ich jene Nacht im größten Gefängnis der Türkei alleine verbringen. Dasselbe Jackett hat nach dem Gefängnis auch das Exil erlebt. Und heute steht es für die Preisverleihung vor Ihnen. Wenn Sie gestatten, möchte ich meiner Frau, die ich seit 14 Monaten nicht gesehen habe, zum Hochzeitstag gratulieren. Dankeschön. Değerli konuklar, Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapıyorsanız ya da yazarsanız, yani fikri, haberi tehdit sayan bir iktidarla muhatapsanız, yazdıklarınızın hayatınızı kabusa çevirebileceğini biliyorsunuz demektir. Bu gerçeklik sizi ailenizden, sevdiklerinizden uzak yaşamak zorunda bıraksa da bir yandan da büyük bir uluslararası ailenin parçası yapar. Düşünce özgürlüğünün kıymetini bilen bir ailedir bu. İfade özgürlüğü için mücadele eden, mücadele edenleri ödüllendiren bir ailedir. Yakılan kitapların ateşini ışığa dönüştüren bir ailedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bugün burada kendimi o ailenin içinde hissediyorum. Sehr geehrte Gäste, wenn Sie in einem Land wie der Türkei Journalist sind oder Autor, also mit Machthabern zu tun haben, die Meinungen und Berichte als Bedrohung sehen,
dann wissen Sie vom Anfang an, dass das, was Sie schreiben, Ihr Leben zum Albtraum verwandeln kann. Diese Realität zwingt Sie dazu, fern von Ihrer Familie, fern von geliebten Menschen zu leben. Auf der anderen Seite werden Sie durch diese Realität Teil einer internationalen Familie. Diese Familie weiß den Wert der Gedankenfreiheit zu schätzen. Es ist eine Familie, die für Meinungsfreiheit kämpft und diejenigen auszeichnet, die dafür kämpfen. Eine Familie, die das Feuer der verbrannten Bücher in Licht verwandelt. Wie Herr Bundespräsident es bereits erwähnte, heute und hier fühle ich mich als ein Teil dieser Familie. Değerli konuklar, sözünü ettiğim geniş ailenin bireyleri arasında adı konmamış bir dayanışma vardır. Lev Kopel Bey'in biyografisini okurken dikkatimi çekti. Ömrünün önemli bir bölümünü esir kampında veya sürgünde geçiren yazar, Heinrich Böll'den Goethe'ye kadar birçok Alman edebiyatçının eserlerini Rusça'ya çevirmiş. Tercüme ettikleri arasında Anna Segners de var. Anna Segners, Gestapo'nun gözaltına alıp kitaplarını yasakladığı, yaktığı bir yazardı. O da işinden ayrı bir sürgünde ülkesinin özgürlüğü için mücadele etmişti. Meksika sürgünündeyken ilk iş olarak orada Heinrich Heine'nin adını taşıyan bir kulüp kurup Özgür Almanya hareketini başlatmıştı. Heinrich Heine mi? Eserleri Alman otoriteleri tarafından yasaklanmış, kitapları Naziler tarafından yakılmış bir yazardı. Daha 1821'de eğer bir yerde kitaplar yakılıyorsa eninde sonunda insanlar da yakılır demişti. Aralarından asırlar, kıtalar da olsa Segners'ten Heine'ye, Kopelev'den Segners'e sahip çıkmıştı. Sözünü ettiğim aile bu işte. Sehr geehrte Gäste, unter den Mitgliedern der besagten Familie gibt es eine unausgesprochene Solidarität. Als ich die Biografie von Lev Kopelev las, fiel mir Folgendes auf. Kopelev, der einen erheblichen Teil seines Lebens im Gefangenenlager oder im Exil verbracht hat, hat von Heinrich Böll bis Goethe viele deutsche Schriftsteller ins Russische übersetzt. Auch Werke von Anna Segers. Die Schriftstellerin Anna Segers wurde von der Gestapo verhaftet, ihre Bücher wurden verboten und verbrannt. Auch sie war zeitweise von ihrem Partner getrennt und musste aus dem Exil heraus für die Freiheit ihres Landes kämpfen. Das Erste, was sie im mexikanischen Exil tat, war, den Heinrich Heine Club zu gründen, um die Bewegung für ein freies Deutschland zu starten. Heinrich Heine, seine Werke waren von deutschen Autoritäten verboten. Seine Bücher wurden von Nazis verbrannt. Schon 1821 sagte er, das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Auch wenn zwischen ihnen Jahrhunderte und Kontinente lagen, hat Segers sich Heine und Kopelev sich Segers angenommen. Das ist die Familie, von der ich sprach. Willy Brandt 1981'de Lev Kopelev için yazdığı açık mektupta şöyle diyor. Gazeteler, köşe yazarları onun ülkesinden nefret ettiğini yazdı. Gerçek şu ki Lev Kopelev ana vatanını bizim ülkemizde zor rastlanan bir şevkle seviyor. Evet, biz de ülkemizi şevkle seviyoruz. O yüzden hayatımızı ortaya koyarak onu eline düştüğü despotizmden kurtarmaya çalışıyoruz. Ve bu mücadelemizde bize daha önce bu uğurda bir ömür harcamış yazarlar ve onların yakılmış kitapları ışık oluyor. Şimdi ölümünden 20 yıl sonra Lev Kopelev'in adını taşıyan bu ödülü alırken kendimi asırlardır süren bir direniş geleneğinin, tarihsel bir insan hakları mücadelesinin parçası olarak hissediyorum. Bana bu onuru yaşattığınız için başta jüri üyeleri olmak üzere sizlere teşekkür ediyorum. Layık olmaya çalışacağım. 1981 schrieb Willy Brandt in seinem offenen Brief an Lev Kopelev Folgendes. Er hasse sein Heimatland, so heißt es dort in jener Zeitung, neben anderen Verleumdungen. Die Wahrheit ist, Lev Kopelev liebt seine Heimat mit einer Inbrunst, die man bei uns kaum je noch findet. Ja, wir lieben unsere Heimat inbrünstig. Deswegen setzen wir unser Leben aufs Spiel und versuchen sie von dem Despotismus zu retten, dem sie in die Hände gefallen ist. Die Autoren, die ihr Leben lang dafür gekämpft haben, und ihre Bücher, die verbrannt wurden, leuchten uns den Weg für unseren Kampf. Wenn ich nun 20 Jahre nach seinem Tod den Preis mit dem Namen Lev Kopelev bekomme, fühle ich mich als ein Teil einer jahrhundertelangen Tradition des Widerstandes,
als ein Teil eines historischen Kampfes für Menschenrechte. Ich danke Ihnen, verehrte Jurymitglieder, dass Sie mir diese Ehre zuteil werden lassen. Ich werde versuchen, ihr gerecht zu werden. Dankeschön.